Wie wär's hiermit? Ja, wenn du einen auf 80er Jahre machen willst, ist es genau das Richtige. Sag mal, läuft das Ding etwa schon? Ja. Sorry Leute, das solltet ihr eigentlich noch gar nicht mitkriegen. Hallo. Ja, hier besteht wohl Erklärungsbedarf, denn hier hat keine Bombe eingeschlagen, sondern der ganz normale Wahnsinn. Die Klamottenkrise. Denn es gibt mal wieder einen guten Grund zum Feiern. Und was für einen. Luise und Gregor haben sich ganz spontan entschieden zu heiraten, sozusagen auf der Stelle. Ja, und Christian und ich haben uns als Brautjungfern angeboten. Findet Gregor zwar nicht so lustig wie wir, aber das ist uns egal. Ja, und wir wollen natürlich unwiderstehlich aussehen, nicht nur auf der Hochzeit, sondern auch auf dem Junggesellenabschied. Mhm. Und deswegen diese kleine Modenschau. Tja, wir können uns nur nicht so ganz entscheiden, was wir anziehen. Mhm. Also ich wäre für sowas. Na toll, und was soll uns dieses Mausgraue-Outfit sagen? Hallo, meine Hobbys sind Briefmarken sammeln und Bausparen. Was musst du gerade sagen? Sag mal, was du anziehen willst. Na das hier. Ja, seht ihr? Olli will aus einer Hochzeit irgendeine Karnevalssause machen. Du siehst aus wie ein Paradiesvogel, das geht gar nicht, so kannst du nicht unter Leute. Aber als Spießer schon. Und jetzt? Keine Ahnung. Heiraten macht echt bekloppt. Meinst du, die können uns vielleicht helfen? Ist die da draußen? Ja. Was meint ihr? Was ist das perfekte Outfit für einen Junggesellenabschied und eine Hochzeit? Eher schick, wie dieser Wahnsinnige hier neben mir es gerne hätte? Oder so ein bisschen crazy, wie ich es vorgeschlagen habe? Ja, schreibt uns doch mal eure Kommentare unten rein und wir gucken uns das an. Vielleicht ist ja irgendwas dabei. Dann zieht ihr uns quasi an. Ja, endcool, oder? Ja, sowas von. Also, los. Wir überlegen uns jetzt ein paar kleine Gemeinheiten für Gregors Abschied vom Single-Dasein und ihr macht einen auf Designer und schickt uns eure Outfit-Vorschläge für uns. Ja, genau. Also, haut rein. Bis dann, passt auf euch auf. Tschö. Was ist das denn? Oh, das war entweder Konstantin oder Judith, die das hier gelassen haben. Nee, ich glaube Konstantin.